head back over to the guys at the desk. Frong hinterlässt seinen Namen auf der Wand. I was here 2014. Ja, auch Frong durfte zu den Allstars. Wenn auch nicht mit seinem ganzen Team. Wenn auch nicht mit seinem Team, dafür hat es nicht gereicht. Aber gut, ich meine, dafür darf er hin. Und er hat ja mit der Anivi auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen heute. Nicht nur Warmogs, noch ein Giants-Belt, Magis, Rod of Ages, so vernichtend gut. Aber das ist schon in der Vergangenheit. Denn wir haben jetzt gerade Fnatic gegen SKT, das zweite Spiel. SKT T1K führt 1-0 in dieser Series und Fnatic muss jetzt gewinnen, sonst sind sie raus. Ja, und da kommt immerhin schon eine Anpassung, Twitch rausgenommen. Danke, es ist so wichtig. Twitch hat sie so demoliert im letzten Spiel und jetzt haben sie vielleicht wenigstens den Hauch einer Chance. Wayne kann man theoretisch einfacher kontrollieren, würde ich sagen, aber die Frage ist, Piglet ist halt auch nicht so, dass wenn man den Twitch wegnimmt, dass er nichts anderes mehr kann. Er kann halt so viele Champs, genau wie Pumendu. Evelyn hier noch wegbannt, das lässt aber auch viele von den bis jetzt gebannten Champions momentan noch offen. Ganz genau, Lucian wird hier ebenfalls noch rausgenommen, damit sind zwei AD Carries nicht mehr zu haben. Was es noch gibt, wäre Jinx. Wir haben die Vayne noch offen, die du angesprochen hast. Caitlyn ist noch da. Und gerade Caitlyn gegen Vayne ist ein Matchup, in dem Caitlyn sich auch ziemlich wohl fühlt. Insofern ist das vielleicht das, was Fnatic dann am Ende will. Sie dürfen hier jetzt den ersten Pick machen und wir werden sehen, was sie sich aussuchen. LeBlanc wurde natürlich noch rausgenommen. Faker auf LeBlanc will dagegen will auch keiner wirklich spielen. Und den Jax als letztes. Fnatic, was habt ihr euch überlegt? Hattet gerade eine kurze Pause und jetzt muss irgendwas kommen. Du meintest, was besonders ausgefallen ist. Die Frage ist, kann man sowas so schnell aus dem Ärmel zaubern? Ich glaube eher nicht, sondern da braucht es schon einiges an Überlegungen. Wenn Fnatic jetzt nichts parat hat, das ist das nächste Spiel extrem schwer. Und genau das ist halt das, was ich befürchte. Dass selbst, ja, okay, Source wieder gleich die Lulu eingeloggt. Ist natürlich immer noch nicht sonderlich verräterisch oder nicht sonderlich schlimm, weil man immer Lulu Mitte spielen kann. Es ist sehr sicher. Sie können es halt immer noch auf die Top-Lane schicken. Und All Support. Rice. Genau, also Lulu hat drei Positionen, auf die sie möglicherweise gehen könnte. Verrät natürlich schon ein bisschen was über die Team-Composition insgesamt. Und es sieht so aus, diesmal ist der K6 offen geblieben. Cyanide hat ihn nicht, stattdessen nimmt Bengi ihn. Bengi letztes Mal mit dem Lee Sin wieder extrem stark gewesen und überall die Vorteile für sein Team erarbeitet. Und Impact geht wieder mit der Shyvana rein. So ist gegen Impact das letzte Mal lag So ist zwar kurzzeitig ein bisschen vorne, aber es war für Fnatic nicht möglich, das Ganze wirklich in die Vorteile umzuwandeln, die sie brauchten. Mitunter, weil Soas gezwungen wurde, so viele Dorans-Items ganz am Anfang zu kaufen. Und obwohl er dann irgendwann zwar das Rabadons und noch das Morello Normicon hatte, war es lange nicht genug, um wirklich gegenzuhalten. Und Impact ist anscheinend Go-Going, wenn man der Anzeige gerade glauben durfte. Unten unter den Spielern stand nämlich noch schön Go-Going. Wurde noch nicht geändert, aber auf jeden Fall natürlich Impact hier. Und jetzt die Frage, was picken sie? Die Leona wäre eine Möglichkeit. Morgana ist dieses Mal nicht gebannt, das heißt Pumandu hat das jetzt zur Verfügung und Cyanide spielt den Nocturne. Das zweite Mal, dass wir ihn im ganzen Turnier sehen, das letzte Mal hat er verloren. Da wurde er auch nicht mit der wilden Fackel gespielt, das heißt, das wird von Fnatic zu sehen sein. Wollen sie hier dieses Spiel wirklich lange hinauszögern und dann mit einem super starken, gefarmten Nocturne das Spiel entscheiden? Ich weiß nicht, ob sie da wirklich hinkommen, denn mit der Shyvana und möglicherweise wieder dem Faker Yasuo ist das Spiel womöglich vorbei, bis Nocturne wirklich relevant wird. Bis jetzt die Frage, ich finde auch Leona als erstes zu nehmen, ist auch ein bisschen riskant. Ich meine, wenn man weiß, okay, man spielt gegen die Syrah, kann man sich überlegen. Aber sie wissen jetzt ja noch gar nicht, was sie gegen was sie spielen. Thresh ist drin, Morgana ist drin, so viele Möglichkeiten. Und Piglet hat aber auf jeden Fall schon mal sich jetzt die Wayne ja, oder wird sich wahrscheinlich sichern, sagen wir es mal so. Leona gibt immerhin die Möglichkeit, oder sagt jetzt an, dass Fnatic insgesamt sehr offensiv spielen will. Und so wie ihre Komposition bisher aussieht, mit einem Nocturne, der hinten reinspringt, dann die Sonneneruption oben drüber als Stun und so ist noch mit einem Knockup, mit dem Wildwuchs oben drauf. Es ist natürlich eine verheerende Kombination. Und Piglet saß dann eine Weile lang auf dem Kog'Maw und ich glaube, das wäre eine ganz schlechte Wahl gewesen, gerade gegen die Leona, gegen den Nocturne, die einfach auf ihn hätten draufgehen können. Stattdessen nehmen sie die Sivir mit. Auch zwar keinen direkten Escape-Skill, aber sie hat ein Spell-Shield und sie hat den Ultimate, mit dem sie sich selbst und alle ihre Teammates viel, viel schneller macht. Und das ist natürlich immer eine gute Kombination mit Shyvana, wenn sie reingeht und nochmal beschleunigt wird. Und es ist auch gut gegen Leona, weil wenn Zenith-Klinge von Thresh abgeblockt wird, kann immer noch die Sonneneruption vorher oder danach kommen und die kann dann Sivir selbst auch nochmal blocken. Also, da werden sie relativ sicher und das wäre sehr interessant, wenn jetzt hier die Rain kommt für Reckless gegen Piglet. Reckless spielt auch eine sehr vernünftige Vayne. Die Frage ist, Leona Vayne
ist sehr kurz in Sachen Range und muss sich doch sehr nah an den Thresh, an die Thresh Sivir Lane rantrauen, um wirklich effektiv zu sein. Und sie sagen, wir sind extrem aggressiv. Interessant ist, die Lulu wird wahrscheinlich in die Mitte gehen mit einem Lee Sin Top. Oder möglicherweise doch noch einer anderen Änderung, dass dann womöglich der Nocturne in der Top-Lane gespielt wird. Bisschen anders, aber ich finde gerade das ist immer wieder ein Pick, der überraschend stark ist, weil er mit dem Spell Shield sehr viel gegenhalten kann. In der Top-Lane dieses Mal gegen Impact möglicherweise nicht so effektiv, aber mit? Vielleicht? Kommt natürlich auch darauf an, was jetzt noch gepickt wird. Faker hat sich ja noch nicht offenbart. Er weiß jetzt, oder er kann zumindest sehr gut einschätzen, gegen was er eigentlich spielen müsste. Ob es wieder die Orianna wird, die kann er auch sehr, sehr gut spielen. Twisted Fate ist nicht gebannt, dieses Spiel. Oder das, oder eine Nidalee, okay. Okay, das heißt, SKT haben eine extrem starke Disengage-Komposition mit einer Shyvana, die die Gegner weghalten kann. Dazu noch dem Speed-Up von Sivir, dem Spell-Shield, der Box von Thresh, können sie aus jedem Teamfight, der ihnen nicht gefällt, relativ leicht wieder rausgehen. Natürlich haben sie gleichzeitig auch noch jede Menge Teamfight-Potenzial, denn Shyvana plus Kha'Zix plus Sivir plus Thresh, die vier alleine können den Teamfight schon gewinnen, die brauchen Faker gar nicht unbedingt. Faker wird vor dem Teamfight da sein, um zu versuchen, die Speere zu treffen und nach dem Teamfight da sein, um zu versuchen, ein bisschen aufzuräumen. Aber an sich für den eigentlichen Teamfight bringt er nicht so besonders viel mit. Aber Fnatic, sie haben diesmal immerhin Engage-Potenzial. Endlich. Sie haben einen Nocturne dabei, der auf die Gegner raufgehen kann. Sie haben eine Solar Flare von Leona. Das sind zwei Fähigkeiten, mit denen sie endlich auf die Kämpfe raufgehen können, die für sie gut sind, die sie wirklich haben wollen und wo sie dann versuchen können, die für sich zu entscheiden und mit denen dann auch Goldvorteile zu erarbeiten, dadurch das Spiel zu gewinnen. Aber mit so viel Gegenmöglichkeiten, die SKT jetzt mitgebracht haben, wird auch das ziemlich schwer. Ich glaube, SKT hat hier sehr, sehr gut reagiert. Definitiv. Und ich finde auch schön, dass Faker wirklich so vielseitig ist, dass er immer wieder einen neuen Champ auspackt. Er hat jetzt so viele verschiedene gespielt. Er hat Orianna gespielt, er hat Zed gespielt, er hat Nidalee gespielt. Er hat gerade eben in der Mitte... Hirn, lass mich nicht im Stich. Yasuo? Yasuo, ja. Oh, ja, klar, Yasuo. Es ist ein noch nicht ganz so langer Tag gewesen wie gestern, aber es ist der dritte und so langsam macht das Gehirn schlapp bei dir. Huh? Ist ja auch egal. Man muss jetzt gerade nicht mehr viel nachdenken, sondern wir sind im Spiel fast drin und da können wir dann eh sehen, was die Leute gepickt haben. Man muss sich nicht mehr an die Picks der letzten Spiele erinnern, während wir darüber reden. Stattdessen können wir uns darauf konzentrieren, die Top-Lane zum Beispiel wird schwierig. Lee Sin gegen Shyvana. Es ist mal etwas anders. Lee Sin wird kein so großer Split-Pusher sein. Er wird wahrscheinlich am Anfang ziemlich schnell versuchen, Tiamat aufzubauen, um dann dort mehr Schaden und mehr Wave-Kill zu haben. Aber ob er sich gegen die Shyvana durchsetzen kann, ist dann ein ganz anderes Kapitel. Und für die späteren Teamfights, wenn Shyvana über alle Gegner drüber geht, wird es natürlich ziemlich schwer. Vor allem, weil Lee Sin im späteren Spiel irgendwann etwas schwächer wird. Definitiv. Und wir sehen jetzt hier Cyanide oben, weit ab von Reckless ist weit ab von der oberen Lane, von der Top Lane. Cyanide da ganz alleine. Das heißt, eine Lane Switch ist sehr, sehr unwahrscheinlich für Fnatic. Auf der anderen Seite sieht man hier schon, Boomendu, Piglet sind beide oben unterwegs, sind jetzt zu vierter schon, Faker als einziger in der Mitte, das heißt, die wollen wahrscheinlich gleich reingehen, werden aber dann von Cyanide immerhin gesehen werden. Cyanide muss da rechtzeitig wegkommen, es waren vier Leute im Gebüsch und er zieht sich zurück. Nur Faker steht noch in der Mitte rum und wie du schon gesagt hast, Leona und Vayne sind unten auf der Botlane. Lulu hängt in der Nähe der Mitte rum und SKT will hier nochmal reingehen. Cyanide muss aufpassen, wenn der Hook ihn trifft, könnte er draufgehen. Ja, muss jetzt hier auf Level 1 sein Spellshield nehmen. Das heißt natürlich, dass er nicht ganz so effektiv durch den Jungle durchgehen kann. Und das immerhin erspart ihn den Flash. Er muss nicht flashen dadurch. Richtig, aber er wird im Jungle viel, viel langsamer. Und so wie die Position von Fnatic gerade ist, können sie nicht mal ordentlich mithelfen beim ersten Buff. Ich meine, wir sehen Yellowstar und Soar ist hier noch im gegnerischen Jungle. Sie könnten hier jetzt versuchen, den ersten Kill zu kriegen, aber Pumandu war rechtzeitig da, trifft den Hook. Yellowstar wird hier reingezogen, muss sofort rausflashen und alle gehen weg. Und was war der Plan dahinter, ist die Frage mit Leona auf Level 1. Ich glaube, sie haben nicht damit gerechnet, dass Pumandu jetzt, also so früh schon um die Ecke kam, sondern hatten darauf gehofft, dass er noch etwas länger weg war. Leona wollte an die Nidalee ran, hat wahrscheinlich auch überlegt, dafür den Flash zu nehmen.
sich dann zu spät umentschieden und zu dem Zeitpunkt war Thresh schon wieder mit dabei, hat dann den Hook getroffen, das heißt da noch der Flash von Leona weg, das wird sie in der Botlane natürlich etwas schwächer machen, wobei auch Fnatic plötzlich mit dem Lane-Swap reagiert. Sowas alleine gegen SKTs Botlane, während Vayne oben erstmal freefarmt und Leona auf dem Rest der Karte jetzt unterwegs ist, erstmal in die Midlane geht. Ja, MadLife hat es ja vorgemacht, wie effektiv das sein kann. Jetzt erstmal Cyanide gegen Impact. Impact ist Level 1, wollte hier beim Raptor was machen. Cyanide hat ihn dann natürlich sehr, sehr effektiv wegdrängen können. Und momentan kann Faker da noch nicht wirklich helfen. Das heißt, der Red sollte ohne Probleme übergeben werden können an Cyanide. Oder genommen werden können von Cyanide. Genau, und SOS farmt im eigenen Jungle, wird da aber auch nicht viel machen können. Jetzt Impact nochmal rein. Cyanide mit wenig Leben kriegt immerhin den Smite. Impact hat ihm dann nochmal einiges an Schaden gemacht. Von daher Fnatic muss da ihren Jungler erstmal wieder etwas zurückziehen. Aber Bengi und Pumandu zusammen werden da unten auf jeden Fall auch den Red Buff holen. Und doch immer noch 46%, die glauben, dass Fnatic dieses Spiel noch gewinnen kann. Es wird nicht leicht für sie. Leona ist aber oben in der Top Lane. Nocturne mit dabei. Und Nocturne ist eben einer der Jungler, der gerade für den schnellen Push sehr effektiv ist. Schön gemacht, dem Hook ausgewichen. Aber es sind drei Leute, es wird schwierig. Ja, muss jetzt hier rausflashen. Die Gleit wurde auch gezogen. Jetzt kommt auch noch Impact dazu. Der ist nur Level 1 immerhin. Aber trotzdem noch schon viel Schaden auf Expecke von oben. Immer noch keine Hilfe. Ritterlanz ist Load jetzt, aber Pumandu ist gleich da. Der bereitet sich schon darauf vor. Und der Speer fliegt! Faker mit dem Speer und dem Flash holt sich jetzt hier das First Blood. Ganz genau, gut geflasht und dann den Speer rausgeschmissen. Und der Rest von Fnatic überhaupt nicht reagiert. Ich glaube, Lulu hatte doch eher das Gefühl, sie könnte dem Ganzen entkommen. Seiner hat gut mit dem Space Shield gearbeitet, aber K6 macht so viel Schaden. Immerhin der 4 trifft, aber Impact ist noch auf dem Weg. Da kommt der Jump, das Exhaust ist draußen und Impact kriegt den Kill nicht ganz. Stattdessen K6 hier. Und wenn K6 so früh schon einen Kill kriegt, ist er auch einer der besten Snowballer im Spiel. Ja, auch wirklich gut gemacht hier mit dem Flash von Banky und Pumandu wieder. Läuft jetzt hier in zwei Leute allerdings rein. Yellowstar, Reckless kommt von der Seite. Pumandu viel Schaden kriegt, kriegt jetzt hier Reckless. Aber selbst in Bedrängnis geraten wird fallen. Yellowstar allerdings kriegt den Kill. Nicht optimal. Mit der Zenith Blade halt hinterhergegangen und die hat dann den Kill noch geholt, ganz am Ende. Natürlich hätten sie den Kill lieber auf Reckless gehabt, aber Hauptsache sie kriegen einen. Diesmal war Pumandu etwas zu aggressiv, hat aber sehr schön den Hook wieder auf Reckless getroffen. Das sieht nicht gut aus für den Rest des Spiels, wenn Pumandu weiter so präzise spielt und weiter so vernichtend gut ist. Ich weiß, ich benutze das Wort vernichtend etwas zu oft, aber anders kann man SKT im Moment nicht beschreiben. Es steht 2-1, noch nicht mal 5 Minuten. 600 Gold Vorteil und sie haben die Lanes, die sie spielen wollen. Und ich glaube, vernichtend ist schon das treffende Wort, wenn man überlegt, dass sie 4-0 durch die Gruppe gegangen sind, im ersten Spiel Fnatic eiskalt abgeräumt haben und jetzt schon wieder ziemlich gut dastehen. Also momentan sind sie das einfach. Ganz genau. Lulu 3CS hinten war natürlich schon einmal wieder zu Hause, um einzukaufen. Notgedrungenermaßen, also nicht ganz freiwillig, hat sich da noch einen Dorans Ring geholt, einen Ward und ein paar Heal Potions. Und wir sehen Nocturne offensichtlich wirklich für die Wild Flare in diesem Spiel. Das wird ihn, die Fairy Flare meine ich natürlich, oder die wilde Fackel, wenn man deutsch sagen will, das wird ihn natürlich dazu verdammen, etwas länger im Dschungel einfach nur rumzusitzen, dort zu farmen und er wird seinen Lanes nicht ganz so viel helfen können. Die Änderung, dass die Kills und Assists auch Stacks geben, kommt erst in 4.7, da sind diese Teams noch nicht. Ja, und vor allen Dingen heißt das auch, dass jetzt natürlich K6, der einen Kill schon hat, noch viel effektiver sein kann. Sofort von Source geflasht hier unten, jetzt sind sie zu dort am Turm. Source muss da aufpassen, K6 immer noch 2 Buffs. Level 4, ein Kill und ja, sie kriegen hier den Turm, sowas muss da einfach weg. Immerhin ist Nocturne fast gleichzeitig ebenfalls in der Top-Lane und Nocturne mit den Umbra Blades macht auch relativ viel Tower-Schaden. Von daher wird er dort oben wahrscheinlich sogar mithelfen können, dass Fnatic nicht ganz so weit zurückfällt, sondern das Ganze 1-1 tauscht. Hier fällt der zweite Turm des Spiels. An der Stelle zumindest nicht zu viel verloren von Fnatic. Und sie haben Expecky, der in der Midlane noch Druck macht. Nidalee war schon zu Hause und das Wichtige ist, sie hat sich jetzt schon den Kelch der Harmonie und den verstärkenden Wälzer holen können. Damit sieht dieser Lane ganz, ganz schlecht aus für Expecky. Ja, und Trident ist ja gestorben, ist es halt bitter. Denn Lulu kann vor Level 6 extrem viel Druck aufbauen gegen Nidalee, indem sie immer wieder mit ihrer Glitterlanze die Minions reindrückt, weil Nidalee, bevor sie die Kugelform hat, einfach gar nichts dagegen tun kann, außer ab und zu mal einen Speer werfen, ein bisschen angreifen. Aber mehr kann sie da halt nicht tun. Jetzt bald kommt halt das Level 6 plus nochmal den Blue Buff, den er wahrscheinlich auch kriegen wird. Und dann kann er natürlich viel, viel wieder mehr machen. Thresh Pumandu mit den schnellen Boots of Mobility. Das erste Item, das er sich wirklich kauft. Natürlich hat er mit dem Reliktschild angefangen, aber direkt danach pure Mobility, damit er überall auf der Karte ist und genauso wie MadLife überall die Kills abholt. Da ist ein Pink Ward unten nahe der Botlane. Damit haben sie dort komplette Kontrolle und wir sehen jetzt schon, Pumandu hinter der Wand will sich da erst diesen Ward holen. Bengi
killt in der Zwischenzeit den Pink Ward und das könnte sogar hier der frühe Drache sein. Impact, Pumandu und Bengi sind da. Soas immerhin in der Nähe, aber ich glaube nicht, dass Fnatic hier wirklich viel machen kann, denn sie sind nur zu zweit. Ja, in der Mitte gibt es ja auch nochmal den Backup Next Packe. Das heißt, der könnte nicht mal dazukommen. Also im Prinzip einfach, wenn Soas nicht hier irgendein Wunderkuh packt, nee. Ja, keine Chance, da einfach reinzugehen. Der Drache also für SKT. Ganz richtig und auch da wieder gut gemacht, sich schön davor gestellt, sodass das Q von Lee Sin auf jeden Fall nicht den Drachen treffen konnte, sondern nur einen von ihnen. Der frühe Goldvorteil hier wieder. 1000 für SKT. Fnatic ist also schon wieder in der Defensive und muss jetzt irgendwie versuchen, dieses Spiel wieder unter Kontrolle zu kriegen. Und es wird nicht ganz einfach, aber die Toplane, beziehungsweise Shyvana, hat sich da am Wraith fast selber umgebracht. Noch ein Speer trifft und jetzt schon ein Drittel des Lebens von Yellowstar. Die sind gerade mal 8 Minuten in diesem Spiel drin. Und das ist halt bitter. Der einzige Lichtblick ist im Prinzip, dass Vayne wirklich die ganze Zeit absolut ungestört an den Minions steht und immer mehr Gold sammelt. Die Frage ist halt, was sie damit dann später machen können. Und es wird für sie nicht ganz einfach. Eine Vayne alleine kann kein Spiel gewinnen. Sie braucht das Beschützen des Rests von ihrem Team. Und auch wenn Leona zwar viele Stunts mitbringt, würde das natürlich viel von dem Kampfpotenzial von Fnatic wieder wegnehmen, wenn sie das einfach nur defensiv einsetzen würde. Aber es muss die Defensive da sein, denn Impact und Bengi werden sich hauptsächlich darauf konzentrieren, einfach nur Reckless im späteren Spiel auszuschalten. Und dann natürlich muss irgendwas für Reckless getan werden, denn eine Vayne alleine kann nicht gegen die beiden im Endgame bestehen. Darf es auf keinen Fall. Also allein schon, sobald Shyvana irgendwas hat wie das Randuins oder so, hat Vayne arge Probleme, wirklich. Und Kha'Zix, ja. Normalerweise ist Kha'Zix auch jemand, der 1 gegen 1 gegen AD Carry sehr, sehr viel Burstschaden raushauen kann, wenn nicht gerade von Twitch, der 8-0 ist, rausgenommen wird. Genau, Cyanide immerhin hier mit der wilden Fackel relativ früh dabei. 11 Stacks hat er im Moment, das heißt 19 meine ich natürlich, fehlen ihm noch. Ungefähr ein Drittel von den Stacks in 9 Minuten. Das heißt, wir könnten uns ausrechnen, dass ungefähr nach 27 Minuten die Feral Flare da ist. Natürlich ist sein Jungle Clear etwas schneller, je länger dieses Spiel dauert, weil er mehr Schaden macht. Aber wenn Faker dann immer wieder dazwischen kommt, sich womöglich, oh, schön gemacht mit dem Smite, damit er da keine Stacks verliert. Ja, der Nachteil ist, es wird auch viel, viel mehr Kämpfe geben. Pumandu lauert hier schon sehr, sehr tief, geht jetzt hier rauf, Cyanide blockt das hier, wird aber zurückgezogen. Und jetzt ist auch Bengi da, springt dran und sofort muss Cyanide hier rausflashen. Und Sowers geht jetzt hier nochmal rein, um nochmal das Schild zu geben. Und genau das ist halt das, was SKT gemacht. Sie gehen hier so offensiv rein und er wird nicht mehr lange wirklich viel Zeit alleine im Jungle haben. Man sieht schon, unten wird hart gepusht von Piglet. Oben pusht allerdings auch Fnatic immerhin. Genau, sie müssen irgendwo Druck aufbauen und dazu haben sie sich jetzt eben die Top-Lane ausgesucht, weil es im Endeffekt die einzige Lane ist, wo sie es wirklich tun können. Pumandu war da eben noch Level 4. Stell dir mal vor, der wäre Level 6 gewesen, dann hätte Nocturne da wahrscheinlich dran glauben müssen. Sie wollen jetzt hier unten den inneren Turm haben, den tauschen für den oben in der Top-Lane. Shyvana alleine natürlich auch nicht ganz in der Lage, das zu verteidigen, ist selber auch noch nicht Level 6. Das heißt, hier wahrscheinlich wieder ein 1:1 Tausch. Yellowstar geht rein auf Impact. Sie versuchen hier den Kill zu holen, statt einfach nur den Tower. Jetzt ist Impact Level 6 und wird das womöglich noch verteidigen können. Da geht er rein und alle Minions sind tot, auch wenn es dann nochmal in den Tower kommt. SKT gewinnt das Ganze. Ja, definitiv den Tausch gewonnen. Und momentan sieht es einfach richtig gut aus für SKT. X-Packer macht hier schon ordentlich Schaden auf Faker, aber Faker hat als Niederle immer wieder den Heal. Und solange er den Blue Buff hat, gibt es da gar kein Problem eigentlich für ihn. Ganz genau. 11 CS-Vorteil für Vayne. Immerhin, also irgendwo muss ja ein Vorteil für Fnatic rausspringen. Die Top-Laner sind genau gleich auf. Nocturne hat zwar etwas mehr Farm, aber es liegt natürlich daran, dass Lee Sin solche Sachen abzieht. Oh, aber das war bitter, dass er den Q nicht getroffen hat. Source kann den Kill nicht holen, jetzt wird es auf Reckless angegangen. Reckless kriegt viel Schaden. Probiert hier auf die andere Seite wegzukommen von Pumandu. Läuft da mit einem Bengi rein. Yellowstar wird auch nochmal rausgenommen. Double Kill für Bengi. 3-0 Kha'Zix. Und das ist genau das, worin Kha'Zix gut ist. Jetzt gehen sie hier rein auf Faker. Kann Faker das Ganze irgendwie überleben? Er kriegt immerhin den 1:1 Tausch und das ist für ihn auf jeden Fall alles wert, was er da brauchte. Er musste nur mindestens einen noch ausschalten und da ausgerechnet Nocturne, der ja eigentlich sonst hier viel Schaden auf den Turm hätte machen können. Kha'Zix ist in der Nähe, könnte das Ganze verteidigen. Wir sehen jetzt hier oben nochmal, wie das Ganze angefangen hat. Ja, und Bengi springt jetzt hier rein, will jetzt hier reinspringen, ist erstmal zurückgegangen wegen der Sonneneruption. Impact hier nur getroffen, Piglet ist aber auch da. Und Pumandu halt hat Reckless da einfach weggezwungen, weil er von hinten rangegangen ist und dementsprechend musste Reckless irgendwo hin. Und ja, das war natürlich auch 4 gegen 2, keine Chance da wirklich mehr.
Und die Solar Flare wurde halt so früh rausgezwungen, dass sie dann für den Rest des Kampfes nicht mehr da war. Dadurch konnten SKT dann einfach über Fnatic drüber laufen. Und da war auch die Sivir Ulti so, so wichtig, damit alle vier SKT-Leute diese zwei Fnatic-Menschen da eingeholt haben. Und natürlich Sivir da ganz vorne mit dabei. Hat den Kill am Ende nicht bekommen, stattdessen zwei Assists, weil Kha'Zix sich die Kills selbst geholt hat. Er ist allerdings überhaupt nicht das falsche Ziel dazu, denn wenn Kha'Zix jetzt noch ein paar Kills kriegt, er macht jetzt schon Schaden, wird sich wahrscheinlich noch einen Brutalisierer oder den letzten Atemzug kaufen und danach kann er eigentlich voll Tank gehen und trotzdem noch jede Menge Schaden machen. Ja, und vor allen Dingen, SKT hat schon wieder einen großen Vorteil. Das heißt natürlich, obwohl er jetzt bis jetzt fast nur Schaden geholt hat, sind die Tabis, die er hat, schon genug Defensive momentan, um lang genug zu überlegen. Pumendo so offensiv hier, steht da oben rum und will Source abholen, obwohl der Turm noch steht. Source muss ihn jetzt sogar rauskicken, damit er irgendwie sicher ist, weil Faker auch von der Seite kommt, Bangy kommt von der Seite. SKT so unglaublich aggressiv und du hast es vorhin gesagt vom letzten Spiel, SKT lebt schon wieder in Fnatic's Jungle. Genau, und sie können sich praktisch nicht dagegen wehren. Die Botlane ist gerade mal am ersten Tower, der immer noch fast volles Leben hat. SKT haben einen sehr klaren Plan, wo sie als nächstes immer hingehen. Sie schicken Pumandu da vorbei. Er alleine drückt also den Rest von Fnatic schon weg. Und dann holen sie sich da ganz entspannt den ersten Turm. Der Drache ist in fünf Sekunden meine ich natürlich, wieder am Leben. Die Blue Buffs werden hier ausgetauscht. Und womöglich kriegt Fnatic immerhin mal einen Turm hier unten in der Botlane. Beziehungsweise es wäre sogar der dritte, da sie bisher immer getauscht haben. Aber mit Leona, die gerade wieder nach Hause geht, Vayne, die da unten immer noch ganz alleine farmt, und dem gesamten SKT-Team, das sich da unten auf die untere Hälfte bewegt, glaube ich nicht, dass Fnatic irgendeine Chance hat, sich dann den Drachen noch zu holen. Ja, Bangy hat kurz nicht überlegt, ob er hoch nochmal reingeht für Sowers, hat sich dann dagegen entschieden, Drache ist dann definitiv wichtiger als Sowers irgendwie nochmal zu töten. Der ist ja sowieso mit Lee Sin nicht gerade der stärkste Champ, wenn es in späteren Spielverlauf reingeht, und dementsprechend können sie jetzt hier einfach sich den Drachen holen, haben den Druck, Reckless musste da unten rausgehen. Vielleicht probiert Cyanide nochmal reinzugehen und einfach zu smiten und das halt sein Leben dafür zu geben für den Drachen. Das wäre es natürlich wert. Jetzt ist sogar mal Unterstützung von X-Packe da, aber der fällt so schnell. Der ist weg. Und Pumendo hätte fast nochmal... Oh, schöner Speer von jetzt. Faker. X-Packe will jetzt rein. Cyanide mittendrin. Wildwuchs trifft hier Faker. Faker mit Ränge. Sonneneruption trifft nur Bangy. Und Faker rennt hier natürlich weiter weg vor Cyanide, der jetzt hier einen Speedbuff kriegt, aber wieder umdrehen muss. Während hinten Pumendo mit Piglet drauf, Yellowstar drauf ist. Die Box blockt jetzt hier erstmal alle weg. Yellowstar steht weiter hinten drin, während sie sich um Faker Bangy kümmern müssen. Bangy fällt hier. Shutdown für Reckless. Reckless weiter drin. Oh, kriegt den Speer aber ab. Faker jagt jetzt hier Reckless. Reckless muss probieren wegzukommen. Cyanide kriegt jetzt hier noch den Kill, während hier Reckless rausgeflasht ist und Faker weiterhin ihn jagt. Cyanide wird jetzt hier von Impact heimgesucht und damit ist der erste Kill für Faker. Oh, zwei Kills! Schöner Speer auf die Max-Range nochmal. Es war nicht ganz sauber von Fnatic und auch unsauber von SKT. Fnatic wieder sehr, sehr doll auf den Pick fokussiert. Sie haben es wirklich versucht, sich den zu holen. Mittlerweile Impact gegen Source natürlich oben auf der Top-Lane das Duell gehabt. Impact da sehr, sehr stark und deshalb auch sehr, sehr spät erst mit dem Teleport dazugekommen, nachdem er eben weggekickt wurde. Jetzt weiß er, es gibt keine Möglichkeit mehr für Source, ihn daran zu hindern, mit dem Teleport reinzugehen. Dann dauert es ewig, bis er sich da endlich hintraut. Oh, Source, immerhin schön gemacht, das Ganze da irgendwie zu überleben. Aber es hat ihn halt auch alles gekostet. Er musste halt alles ziehen und Impact konnte dann ganz entspannt halt unten nochmal zum Aufräumen hingehen. Und SKT, auch wenn sie den nicht perfekt gekämpft haben mit Teamfight, haben sie trotzdem mehr bei rausbekommen. Haben vor allem auch nochmal den Drachen gekriegt dabei, also davor eher gesagt. Jetzt gehen sie hier zusammen auf Source. Bangy ist da, Source hat nichts mehr, der hat davor alles genutzt, was er hat. Jetzt hier nochmal den Kick, gut gemacht, beide getroffen und kommt dementsprechend raus. Oder auch nicht, Pumendu ist wieder da. Pumendu auf der ganzen Map unterwegs. Oh, die maximale Laterne hier für Bangy. Der kommt so weit ran und Source wird hier fallen. Keine Chance, Bangy kriegt den Kill. 4-0. Und das ist einfach auch immer wieder das, was Pumendo so gut macht. Er hat die Laternen immer da, wo sie sein müssen, um sein gesamtes Team mit dazu zu holen. Zwischenzeitlich Faker und Piglet zusammen in der Midlane. Bauen da den Druck auf gegen drei Leute von Fnatic. Nocturne hat die Paranoia im Moment nicht. Das heißt, er kann nicht dazukommen und das gesamte restliche Team von SKT kommt dazu. Faker immer wieder mit den Speeren mit dabei. Versucht, irgendjemanden zu treffen, denn sobald er trifft, ist der Kampf da. Jetzt noch ein Speer, gerade so gedodged von X-Packy. Jetzt ist auch Shyvana oben in der Toplane wieder dabei, Druck aufzubauen. Cyanide sucht nach dem 4, aber Fnatic findet wieder nicht den Engage. Diesmal haben sie zwei Champions, mit denen sie es machen können. Und trotzdem versuchen sie irgendwo die Picks zu finden, weil sie jetzt schon so weit hinten liegen. Sowas geht von hinten rein, will jetzt unbedingt irgendjemanden kriegen, den er zurückkicken kann. Aber das ist halt schon wieder, die Laterne ist da, Sonneneruption, aber trotzdem gut gemacht. Jetzt hier von Pumendu, der wieder perfekt Faker alles ermöglicht, da rauszukommen. Kein Problem. Und damit die einzige Möglichkeit für Fnatic fast reinzugehen, wurde jetzt hier rausgenommen. Sowas sollte da nicht unbedingt jetzt reingehen und dementsprechend wieder SKT
ja, ganz normal, Speere werfen, zurück zum Alltag. Speere werfen auf den Turm immer wieder und immer wieder. Ganz genau, von daher SKT hier jetzt wieder mit dabei in der Midlane und da holen sie sich fast den ersten Kill. Expecke hat hier ganz viel Schaden gekriegt, Silent wurde sofort rausgenommen, Yellowstar mit ganz wenig Leben dabei, sie gehen hier weiter, der Speer trifft nicht, ganz knapp, aber Yellowstar kommt hier auch nochmal raus mit dem Speer. Nicht geholt, Faker ganz knapp zweimal verpasst, das wären die Kills gewesen, aber trotzdem hier SKT mit dem Turm und dementsprechend natürlich mit einem weiteren Vorteil. 1:0, dieser Tausch diesmal abgelaufen. Nocturne konnte sich da am Ende nicht mehr retten. SKT holen sich danach dann natürlich auch noch den Turm gleich oben drauf. Sie hier kaum noch zu stoppen. Sie setzen sich einfach hin und schmeißen so lange Speere, bis mal irgendwas trifft oder sie eben einfach den Kampf erzwingen. Shyvana ist stark. Shyvana hält alles Mögliche aus, hat die Klinge des gestürzten Königs und jetzt auch ihren Ultimate wieder. Sora sitzt da in der Lane und wartet nur darauf, dass die Minions kommen, damit er irgendwo irgendwelchen Farm kriegen kann. Ja, und Cyanide. Das ist halt das Problem. Er ist wirklich auf vollen Schaden gegangen. Er hat sich die wilde Fackel geholt, oder zumindest noch nicht, aber bald. Und gleich nochmal die Klinge des gestürzten Königs, was einfach null Leben ist. Man hat es gesehen, Sein ist explodiert. Er stand eine Sekunde im gegnerischen Team, bevor er schon fast explodiert hat. Bengi ist halt extrem stark. Faker 5-1 ist auch extrem stark. Piglet hat zwar nur 1-1, aber hat auch einen ganz anständigen Farm und macht auch schon ganz gut Schaden. Vor allen Dingen, wenn er seinen Boomerang durchkriegt. Und das ist halt für Cyanide so das Problem, solange er nicht jemanden irgendwie alleine oder halbwegs alleine kriegt, stirbt er sofort und kann kaum Schaden machen. Ganz genau, von daher SKT hier 10:4. Sie haben dieses Spiel bisher immer noch optimal unter Kontrolle und werden damit wahrscheinlich auch weitermachen. Fnatic, es ist für sie nicht leicht. Sie müssen irgendwie versuchen, hier was zurückzuholen. Aber wo finden sie mal die Möglichkeit dazu? Wo haben sie mal die Chance, wirklich den Kampf zu suchen, den sie wollen? Reckless jetzt gerade hier angegriffen. Ja, und Piglet und Bengi kommen von hinten. Rollen jetzt hier Reckless, kriegen ihn auch ohne Probleme. Bengi ist so, so stark, dass er hier einfach mit einem Q nochmal die letzten 300, 400 Leben wegnimmt. Und das ist jetzt ein 5-1 Faker, ein 5-1 Bengi. Piglet hat zwar wieder nur einen Assist bekommen, aber auch das bringt natürlich Gold. Bringt sie natürlich als Team nach vorne. Und Yellowstar und Sora sind jetzt da oben total unnütz, weil da ist gar keiner, während SKT wieder hier auf der restlichen Karte Druck aufbaut. Shyvana unten, das heißt Impact will dann natürlich da die Lane reinpushen. Faker wird jetzt ein bisschen angegangen von Expecke, kann sich aber wieder hochheilen mit dem Blue Buff, kein Problem für ihn. Und in der Mitte heißt es wieder Druck machen, nachdem sie den ersten Tower vorhin gekriegt haben. Ganz genau, also SKT 11:4, immerhin ganze 6000 Gold fast Vorsprung und wir sehen SKT hinter den gegnerischen Linien, stehen praktisch hinter dem Tower und wenn jetzt der Speer trifft, kommt der Kampf. Ja und Pumendu und wieder der Speer, das ist der Kill, diesen Mal kriegt ihn sogar Piglet, die Box hier mittendrin, keiner kann da durchgehen, der Turm wird hier fallen und schön gemacht von SKT, Faker wieder mit zwei sehr, sehr guten Speeren, eröffnet hier wieder die Möglichkeiten und so spielt oder so muss man Nidalee zum Einsatz bringen können. Und jetzt hier auf Yellowstar der Hook, Yellowstar, das war so viel Schaden, Bengi geht hier wieder rein, muss aber rausgehen. Zeit ist selbst sehr stark. Jetzt mit Zeit angegangen. Der muss ja auch rausflashen. Sowas probiert alleine oben was zu machen, während der Inhib schon weg ist. SKT hat den Inhib. Jetzt kommt der Teleport von Impact. Der sollte Sowas gleich abhalten können und dementsprechend ein Inhib gegen nichts. Ein Inhib für nichts. Impact war rechtzeitig wieder in der Top-Lane, um gegen Sowas anzugehen. Sowas hat keine Chance. Und es ist einfach immer wieder das Gleiche. Ein Hook trifft, ein Speer trifft von Nidalee und Fnatic hat keine Chance mehr in dem Kampf, der darauf direkt dann folgen wird. Jetzt Impact hier immer noch auf der Jagd nach Sowas, versucht hier irgendwie zu finden. Der Speer trifft fast genug, um damit alleine den Kill zu holen. Und Impact ist noch nicht fertig. Er hat das Ausbrennen wieder da. Und Nidalee kommt von der anderen Seite. Lee Sin, du bist tot. Die letzte Auto-Attack von Faker holt da den Kill. Zwischenzeitlich Bengi einfach nur den Drachen gemacht. Zusammen mit Piglet. Es gibt nichts, was sie hier tun können. Und wieder trifft ein Hook. Und Pumendu wieder extrem gut gemacht. Laterne und Hook sitzen perfekt. Expecke in Bedrängnis. Bengi wartet nur, dass er raufgehen kann. Geht jetzt hier unsichtbar rein. Springt drauf. Expecke rausgenommen. Und jetzt kommt Cyanide. Will sich jetzt hier Bengi holen. Bengi ist unsichtbar. Reckless steht an der Seite. Probiert hier was zu machen. Holt sich jetzt hier wahrscheinlich gleich Piglet. Piglet wird nochmal geheilt. Und oh, Reckless kann ihn immer nicht holen. Jetzt kriegt er ihn erst. Reckless aber ganz, ganz viel Schaden kriegt. Faker hat probiert ihn zu holen. Kommt jetzt hier nochmal raus. Aber Cyanide ausgelöscht mit dem Speer. Keine Chance. Wie lange hat Piglet das denn bitte überlebt? Mit dem Heal und dem Targons nicht mal. Also wirklich nur der Heal und sein Lifestyle von seinem Blutdürster haben ihn so lange am Leben gehalten, dass Vayne ihn erst töten konnte, nachdem der 4 von Nocturne durchgegangen ist. Erst als das dazu kam, erst als Piglet nicht mehr in der Lage war, noch mehr Auto-Attacks durchzubringen, musste er dran glauben. Wir sehen hier Pekke ganz einfach abgeholt und dann die Laterne wieder für Piglet, damit er dazu kommt. Pekke jetzt keine wirkliche Chance mehr. Wird hier gleich getötet. Leona kommt immerhin rechtzeitig dazu. Das ist ganz wichtig. Der Stun, die wartet, kriegt ihn endlich auf Piglet durch. Sie hat so lange gezögert, um das sicherzustellen. Bis dahin ist Expecky schon tot. Ja, und
man sieht halt hier auch noch, Reckless steht an der Seite, probiert was zu machen, aber jetzt Piglet. Piglet schon fast kein Leben mehr. Jetzt kommt der Heal, dann kommt nochmal der Heal. Also erst der Heal von Faker, dann der Heal von Piglet selbst und dann ging es erst. Und das ist halt einfach so viel Zeit, der Speer dann einfach nochmal rauskommt. Das war ein ganz, ganz kurzer Speer und macht trotzdem so viel Schaden. Bengi vor allen Dingen auf Cyanide. Cyanide hat kein Leben. Bengi macht so viel Schaden, dass Soas sofort wieder zur Rettung ankommen muss. Soas wird jetzt hier nochmal geslowt und Bengi ist einfach schon so brutal stark. Das ist jetzt hier auch nochmal der Engage kommt von Impact. Impact will ihn sich holen. Bengi ist mittendran, will ja auch nochmal den Kill. Piglet probiert dran zu sprinten mit seiner Ultimate. Sonneneruption einfach nur zum Schutz. Und Piglet sniped das Ding hier mit dem Boomerang. Schön gemacht. Einfach über die Wand und das ist noch ein Tower, den Fnatic hier verliert. Es steht 7:4 in Türmen an diesem Punkt und 11.000 Gold für SKT. 18:5, 7-1 für Nidalee, 3-2-10 AD Carry und ein 8-1-5 Kha'Zix. Deshalb darf Bengi keinen Kha'Zix kriegen. Er ist nicht nur mit dem Lee Sin gut, sondern auch mit dem K. Und jetzt an dieser Stelle sind das zwei Inhibitoren, die SKT für von Fnatic schon kaputt gemacht hat. Jetzt können sie ganz leicht einfach zum Baron hochlaufen, sich den noch holen und dann am Ende mit der extra Regeneration, mit dem extra Schaden dieses Spiel beenden. Und um ehrlich zu sein, nach gerade mal 23 Minuten hat Fnatic praktisch keine Chance mehr, das Ganze noch zu retten. Ja, der Goldvorteil von 11k, wenn das nach einem 50-Minuten-Game ist, okay, kein Ding, kann man noch machen. Aber nach 23 Minuten, man muss sich mal einfach angucken, den Unterschied in den Items auch. Klinge des geschürzten Königs und auch den Sonnenfeuerumhang, sobald es das nächste Mal zurückgeht für Impact. Gut, da ist der Unterschied nur in Anführungsstrichen 2000, im Dschungel 3000 sogar für Bengi. In der Mitte 10.000 zu 7.000, auch nochmal 3.000 für Faker. Bei den AD Carries ist es noch sogar halbwegs ähnlich. Da sind es vor allem die Türme und der Baron und die Drachen, die halt wirklich einen Vorteil für Piglet bieten. Aber allgemein einfach von den Items her, die fertiggestellt wurden, ist SKT so weit vorne. Und sie haben halt auch noch einen Nidalee. Das heißt, die haben zwei Wellen mit Super Minions, die von oben und in der Mitte pushen und können unten auch noch reingehen und mit Nidalee einfach da am Turm stehen, Speere werfen, sobald einer trifft, reingehen oder einfach den Turm nehmen. Ganz genau, insofern SKT hier wieder in voller Kontrolle. Bengi benutzt sein Ultimate einfach nur bei den Minions und baut dadurch natürlich passiv gleich nochmal Druck auf Xpecky auf, der die ganze Zeit das Gefühl hatte, oh, gleich geht er auf mich rein, er hat schon seinen Ultimate benutzt. Jetzt ist immerhin der mittlere Inhibitor von Fnatic wieder am Leben. Da also eine gewisse Entlastung auf der Lane. Der obere ist immer noch tot. Da werden die Minions in ungefähr 30 Sekunden an der Fnatic-Basis ankommen und genau zum richtigen Zeitpunkt SKT wieder in der Mitte dabei. Nidalee unten auf der Botlane baut überall Druck auf. Nidalee kann gerade durch den Jungle so schnell auf andere Lanes kommen. Impact läuft hier einfach so durch. Und so, es wird jetzt von Faker wahrscheinlich, er hat nochmal den Kick gehabt, aber wird vermutlich am Ende entweder abgeholt, nein, er lässt ihn stehen. Stellt sich nochmal hin, macht ein bisschen Spaß, hat ein bisschen Spaß, denn der Rest von SKT ist in der Midlane und holt sich den Inhibitor wieder. Ja, und wenn man schon hinten ist und 0-1 zurückliegt in einem Best of 3, dann kann man schon mal noch ein bisschen Spaß haben und noch den Gegner wenigstens nochmal auslachen. Dem Tod ins Gesicht lachen, heißt es so schön. Faker jetzt hier unten mit Bengi unterwegs. Und jetzt geht der Engage auf Faker. Faker kriegt schon viel Schaden. Wird er hier nochmal rauskommen? Er flasht hier weg. Und Zayn hat halt selbst kaum wie Leben. Die Sonneneruption trifft gar keinen. Und jetzt gehen sie hier weiter. Reckless wird angegangen. Reckless wird einfach ausgelöscht. Der Speer von Faker. Oh mein Gott, wie viel Schaden er gemacht hat. Und Bengi geht rein. Holt sich den nächsten Kill. Boom, Mandu wird jetzt als einziger wahrscheinlich fallen in dem Kampf. Aber die Box hat seinen Job getan. So was. Oh, der Speer schon wieder von Faker. Einfach alle werden von diesen Speeren getroffen. Bengi hier weiter auf der Jagd. Faker mittendran. Der Speer kommt hier diesmal nicht durch, aber Bengi kriegt den Reset, geht hier wieder hinterher. Faker, kann er nochmal einen Speer werfen für Xpecky, der hat gar keinen Mana mehr. Den sollten sie demnächst auch einsammeln sollen. Und währenddessen in der Base, Impact und Piglet wollen das Ding hier einfach zu Ende bringen, bevor der Kill auf Xpecky wirklich noch durchkommt. Es war der letzte Versuch von Fnatic. Sie wussten, das war die letzte Chance. Sie haben es versucht, sie haben auch das Timing gar nicht so schlecht hinbekommen. Nidalee hatte gerade keinen Heal mehr. Und dann haben sie versucht, da den Engage hinzulegen. Natürlich, dadurch, dass Nidalee ihren Flash noch hatte, ist sie bis auf Weiteres erstmal weggekommen. Und dann Piglet von hinten mit dem Ultimate und dem Rest des SKT-Teams einfach drüber gerollt. Shyvana springt unter den Inhibitor Tower, ihm völlig egal. Und damit wurde das ganze Fnatic-Team ausgelöscht. Dann am Ende noch Faker und Bengi jagen die letzten zwei Überlebenden von Fnatic durch den Jungle, während die Basis von Piglet und Impact zerstört wird. Und auch wenn Pumandu daran glauben muss, der ist für das größere Gut gestorben. SKT 2:0 in diesem Halbfinale und damit wird das Finale morgen Best of 5 zwischen SKT und OMG sein. 6-0. Das ist eine Statistik, die ist brutal. Sind die überhaupt zu schlagen? Wir haben dieses Turnier bisher zwei Nidalees gesehen, beide haben verloren. Und jetzt kommt Faker mit der dritten Nidalee und er zerstört alles, was sich ihm in den Weg stellt. Kha'Zix in dem ganzen Turnier
unterschiedlich gute Erfolge. Diesmal Bengi sofort mit ganz vielen Kills und ich glaube am Ende 8-1-6 oder sowas. Auf jeden Fall jede Menge Kills auch bei ihm. Und Fnatic hatte keine Antworten. Die Sache ist vor allen Dingen, OMG, das Team, gegen das sie jetzt spielen, haben sie eigentlich auch richtig vorgeführt in der Gruppenphase. Und da hat OMG vielleicht natürlich auch nicht alles gezeigt, weil sie wussten, dass sie durch waren. Aber ich glaube, SKT hat damit auch kein Problem, noch mal eine Schippe draufzulegen, wie man sieht. Sie können immer noch nach oben gehen. Auf jeden Fall nach oben ist alles offen. Es gibt da noch reichlich Luft. Aber wir beiden gehen erstmal wieder in eine Pause und geben wieder zurück an unsere Experten.